Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und herzlich willkommen im neuen Jahr. Ich hoffe, du bist gut hineingekommen. Wir sind jetzt aktuell noch nicht hineingekommen, denn es ist der 31. Dezember, jetzt wo ich es drehe. Deswegen bin ich jetzt auch mal ein bisschen mehr mit Farbe bepinselt. Mein Mann wünschte sich nämlich blau und silber wie ein Blitz, sagte er, und das habe ich damit umgesetzt, aber egal. Ich komme jetzt zu meinen Jahresfavoriten, denn es ist wieder die Zeit dafür, oder ich habe noch nie das gemacht, aber ich habe immer wieder mal zwischendurch erwähnt, was ich gerne so an Produkten mag. Macht dann halt so einen Jahresrückblick so in ganzen Produkten, die ich mag. Da sind aber auch ein paar bei, die ich glaube noch nicht gezeigt habe, nämlich so Neuentdeckungen von mir. Aber auch nur ein paar. Aber die meisten Produkte kennst du vermutlich schon, dass du die schon woanders gesehen hast oder auch bei mir. Ich habe 20 Produkte mir rausgesucht, die ich als Favoriten hier für dieses Jahr betitle, für 2018. Ich bin sehr, sehr gespannt, was 2019 so auf mich zukommt, was ich da so lieben werde. Ob mein Geschmack sich völlig ändert oder ob viele neue, schöne Produkte auch auf den Markt kommen. Da bin ich ja auch immer irgendwie ziemlich hinterher. Ich fange dann einfach mal an mit dem allerersten Produkt. Und zwar habe ich das so ein bisschen sortiert nach der Reihenfolge, wie ich mich halt immer schminke. Als erstes habe ich da diesen Love Perfectitude Serum Primer. Den trage ich halt, wie gesagt, immer gerne als Primer. Den hast du in meinen letzten Videos auch immer als Primer gesehen. Hat auch so einen Glow und ist sehr, sehr gut geeignet für trockene Haut. Als Foundation habe ich diese hier wieder neu für mich entdeckt oder überhaupt entdeckt. Die L'Oreal Perfect Match. Und da immer viele nach der Farbe fragen, ich trage die 2N. Die ist auch ja gut für trockene Haut geeignet, aber vermutlich auch für andere Hauttypen, aber ich will mich jetzt da nicht festlegen, weil ich kann es nur für mich sagen, und für trockene Haut ist die ganz gut geeignet, aber ich muss definitiv einen feuchtigkeitsspendenden Primer drunter tragen, sonst trägt die sich nämlich unschön in trockene Stellen ein oder ab. Beim Concealer konnte ich mich natürlich nicht entscheiden, weil nämlich ein Produkt auf den Markt kam, was ich ziemlich mag und andere auch, also sehr gehypt worden ist. Und zwar der Revolution Conceal and Define Concealer. Den kennen vermutlich sehr, sehr, sehr viele. Und ich liebe den genauso. Ist nur schade, dass der sehr trocken ist und daher leicht kritisch ist, aber von der Deckkraft schon super und auch eine mega Farbauswahl. Irgendwie um die 18 Nuancen oder so, das ist schon Wahnsinn für einen Concealer. Und dann als zweiten, den ich schon länger als Favorit habe, den Liquid Camouflage Concealer von Catrice. Den finde ich nämlich auch sehr gut, aber ich finde den vermutlich einen Ticken besser, weil der nicht ganz so trocken ist wie der von Make-Up Revolution. So kommt es mir zumindest vor. Und von der Deckkraft sind die beide auch top in Ordnung. Also die unterscheiden sich da nicht viel von der Deckkraft. Natürlich muss man nach Concealer und Foundation abpudern und da habe ich einmal dieses hier absolut neu für mich entdeckt und zwar von 183 Days das Loose Shake Powder in Porcelain. Das hasst man oder liebt man entweder und ich habe es erst nicht so gemocht und habe es erst nur unter den Augen verwendet und verwende jetzt es aber seit ein paar Monaten fürs ganze Gesicht, dass ich halt mit einem fluffigen Puderpinsel mir das noch mal ganz im Gesicht verteile, so leicht. Und ich finde, das hat dann schon einen Weichzeichner-Effekt. Ich kann mich aber natürlich auch irren, ist natürlich Geschmackssache. Aber an sich finde ich loses Puder für unter die Augen immer ganz gut zum Baken, weil ich bake eigentlich immer. Dann habe ich auch noch was anderes für mich entdeckt. Das ist nämlich in Transparent 010 Catrice All Matte Plus. Da habe ich nicht so das Gefühl, dass irgendwie hellere Stellen zurückbleiben oder sonstiges und auch nicht im Blitzlicht. Kann ich nur ans Herz legen, wenn du nach einem transparenten, gepressten Puder suchst. Dann kommen wir auch schon zu den Augen und da habe ich einmal Essence I Love Color Eye Base rausgesucht. Ich finde, die ist ganz gut, um für den Lidschatten vorzuarbeiten. Da bleibt es ganz gut dran haften bisher bei jedem Lidschatten und es gibt schon mal so eine Grundierung, also hält das Lid auch auf und kaschiert dann auch Unebenheiten etc. Also ist perfekt als Base. Bei den Lidschattenpaletten konnte ich mich nicht ganz so festlegen, deswegen sind es da drei an der Zahl geworden. Da zeige ich dir mal als erstes die teuerste von allen und zwar die Zoeva Matte Spectrum. Die habe ich mir ja dieses Jahr zu Geburtstag
gegönnt, als ich in Berlin war. Ich konnte nicht anders. Und so sieht das gute Stück von innen aus. Also das sind lauter schöne, bunte, kräftige, matte Farben, aber auch leichtere Farben dabei, alles Mögliche dabei. Und das kann man eigentlich für fast jeden Look gebrauchen. In der günstigeren Kategorie von Lidschatten habe ich einmal so demonstrativ von V7 die Delicious. Das ist ja der Dupe zur Anastasia Beverly Hills Modern Renaissance. So sieht die auch von innen aus, also genauso wie die Modern Renaissance, würde ich schon fast sagen. Die Pigmentierung ist auch vollkommen in Ordnung. Ich mag aber auch genauso andere V7 Paletten, also die hier dient nur als Beispiel von vielen. Wer mich auch schon länger verfolgt, weiß auch, dass ich auch die Marke iHeart Makeup mag und dazu auch diese Chocolate Paletten, die so aussehen wie eine Schokoladentafel, soll wahrscheinlich an Too Faced erinnern. Und zwar ist das hier die Chocolate Weiß. Die ist eher geeignet ja für Alltagslooks und so sieht die aus. Also kann man schöne Alltagslooks mit schminken. Und was ich auch dieses Jahr neu für mich entdeckt habe, ist ein Lash Primer. Den Benefit der Real Tinted Lash Primer. Der sieht so aus. Der ist bräunlich und verlängert optisch die Wimpern. Also so wie sie jetzt sind, habe ich das auch erreicht mit diesem Primer. Da könnte man nämlich manchmal meinen, man hätte falsche Wimpern aufgeklebt, aber dabei sind es die eigenen. Und was will man mehr? Aber es funktioniert nicht mit jeder Mascara. Und mit dieser Mascara, mit der Total Temptation, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Die habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen entdeckt. Die gab es in einem Bundle zur Weihnachtszeit und dann musste ich die einfach mitnehmen. Und ich finde die wirklich sehr, sehr gut. Da hat man wirklich schöne, aufgefächerte, voluminöse Wimpern. Und dann mit dem Primer zusammen sind die auch noch schön lang. Bei den Bronzern habe ich auch mal wieder zwei Produkte rausgesucht. Zum einen ein etwas teureres, den Love Love Sun HD Matte Bronzer in 030. Denn die 020 ist sehr orange, wie ich das jedes Mal erwähne. Der sieht so aus. Der sieht jetzt im Fännchen nicht spektakulär aus. Aber aufgetragen ist die Farbe wirklich sehr schön. Und die ist auch nicht zu orange oder rotstichig. Ich finde die genau richtig. Ich swatch dir den mal. So sieht der dann geswatcht aus. Ich hoffe, das ist ein gutes Bild davon. Und gefällt dir von der Farbe her auch, je nach Licht, sieht das Ganze natürlich auch wieder anders aus. Und je nach Monitoreinstellung. Aber ich hoffe, du siehst den genauso wie ich, dass er nicht sehr orange ist und etwas aschig. Und bei der günstigeren Variante, noch günstiger geht's kaum, der Honolulu von V7, also schon wieder ein V7 Produkt. Der kostet, glaube ich, gerade mal 5 Euro. So sieht der aus. Ich habe da auch schon ganz ordentlich Hit the Pan, weil ich den wirklich liebe. Daran sieht man das auch schon. Der ist auch schon etwas dunkler, also nicht für sehr helle Häutchen gedacht. Gut, ich bin jetzt auch recht hell, aber wahrscheinlich nicht wandmäßig. Man sieht schon einen deutlichen Unterschied und sonst schätze ich die beiden immer recht ähnlich ein, aber so ähnlich sind die dann doch nicht. Beim Thema Blush habe ich mir auch gleich zwei Produkte rausgesucht und zwar einmal etwas teurer wieder den L'Oreal Life's a Peach. Den liebe ich ja total. Der riecht zwar nach Eisteepfirsich, was ich nicht so gerne mag, aber die Farbe, die finde ich so schön. Also die war im Sommer so der tägliche Renner, den ich jeden Tag getragen habe. Das ist jetzt diese, ja, peachige Farbe. Für den Sommer fand ich den perfekt und auch immer wieder mal, wenn ich irgendwas, was auf den Augen getragen habe, was in die Farbe ging, habe ich den auch genutzt. Und dann habe ich hier bei, ja, noch teurer, aber runtergerechnet, eigentlich günstiger, weil da drei Farben drin sind, die Zoeva Opulence Highlighter und Blush Palette, und zwar diese zwei Blushtöne, die sind wirklich sehr, sehr schön. Und die in der Mitte, die kommt sehr, sehr, ja, bräunlich immer auf der Wange rüber. Und das finde ich auch schön. Das ist dann die Farbe hier. Das ist auch nochmal ordentlich Farbe ins Gesicht gibt. Ja, und das Rot kann ich dir auch mal swatchen. Das ist auch eine schöne Farbe. Man sollte die nur gut abklopfen, da man sonst gut overblushed sein könnte. Bei den letzten zwei Kategorien habe ich bei Highlighter auch wieder zwei Produkte. Und zwar einmal für die kältere und kühlere Jahreszeit auch einen kühleren Highlighter, der Catrice High Glow. Der ist schön silbrig, würde ich ihn bezeichnen. Also hat so einen silbrigen Schimmer. Also hier unten siehst du den oder auch nicht. Doch,
Man sieht ihn. Ich finde den schön. Ich hätte was zum Abwischen hier mitnehmen sollen. Und dann als zweites diesen riesigen Jumbo-Highlighter, den Catrice Cubanita Highlighter, den ich wohl niemals aufbrauchen werde, aber er hat schon Hit the Pen. Und er soll ja der Dupe zum Mary Luminizer sein. Der goldene Schimmer passt auch immer zu allem möglichen gut und vor allem im Sommer. Hier unten habe ich den jetzt geswatcht. Ja, man sieht es schon ein bisschen. Nur die anderen Farben stehen natürlich jetzt im Fokus. Und als allerletzte Rubrik habe ich dann für die Lippen, da sieht man auch nicht mehr, was es ist, der Maybelline Superstay 24 Matte Ink. Hier exemplarisch in der Farbe 15. Die halten nämlich wirklich sehr, sehr lange und trocknen auch schön schnell matt. Die hinterlassen auch nirgendwo irgendwelche Flecken oder so. Und die halten teilweise selbst fettiges Essen aus. Nur bei sehr, sehr fettigen muss man dann doch mal wieder nachtragen. Ich finde die wirklich super und habe ich mittlerweile, glaube ich, 4 oder 5 Farben von. Und ein Ende von der Kaufsucht von Matte Inks ist nicht in Sicht. Ich hoffe, ich habe dir eine schöne Übersicht geben können mit den 20 Produkten, die ich dieses Jahr, beziehungsweise muss ich ja schon sagen, letztes Jahr geliebt habe. Bin wirklich gespannt, was jetzt so kommen mag 2019. Ich wünsche dir auf jeden Fall ein gesundes, gesegnetes und glückliches und erfolgreiches und was auch immer. Alles Positive, Gute für 2019. Wir sehen uns dann wie gewohnt nächste Woche natürlich wieder. Ich hoffe, ich kann dann endlich das Q&A machen. Weil diese Woche, beziehungsweise dieses Jahr, hatte Manfred keine Lust mehr darauf. Ich habe so gefragt, ja, machen wir das Q&A? Nee, dieses Jahr nicht mehr. Also 2019 ist da und du kannst dich auf ein Q&A freuen. Ich hoffe, ich kriege ihn die nächsten Wochen dazu überredet. Nicht, dass es wieder Monate dauert, wie bei unserem Kennenlernen-Video. Also bei meinem Mann muss man immer mit allem rechnen. Aber dafür ist es dann irgendwann da und ihr könnt euch so lange darauf freuen, bis es dann endlich da ist. Ich freue mich auch schon mega darauf, das zu drehen, weil da so schöne Fragen von euch dabei sind oder so schöne Fragen von dir dabei sind. Dann habe ich jetzt auch wieder lang genug gezeigt und gelabert und verlinke dir jetzt hier an der Seite meine letzten beiden Videos. Und auf dieser Seite kannst du mich natürlich immer noch kostenlos abonnieren. Das tut auch immer noch nicht weh. Und ich wünsche dir dann jetzt eine wundervolle Zeit. Tschüss!